war fantastisch. Jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Ja, genau. So, Herr Wagner und Fox gehen ganz kurz eine rauchen. Sollte irgendjemand was sagen, gibt's Ärger. Also ich glaube, wenn die Dispatch reinkommt und die anfangen, können wir nicht fertig rauchen. Wir sind trotzdem als Erster da, ne? Ich glaube auch. Herr Hayes! Guten Abend, Herr Hayes. Wie geil ist das DNA? Schön, dass ich Sie treffe. Und haben Sie schon irgendwas in die Richtung mit dem Geld anfangen können? Ja, auf jeden Fall. Cool. Wir, ja, wir sind voll dabei. Kamera haben wir gestern gekauft. Ja. Und das ist eine 12K-Kamera. 12K-Kamera. Ja, heftig. Gucken Sie. Von der Garage. Danke. Bei Winkler Pixie. Geiles Modell. Herr Vargas! Was geht ab in deiner Stadt, Mann? Boah, Sie glauben nicht, was hier gerade wieder los war. Oh Gott, so was. Sonst alles okay? Wir haben gerade einen Einsatz übernommen. Danke. Die wollten auf uns schießen. Und Herr Fox und Herr Wagner haben das so gut geklärt, dass Sigmar Sitze gefallen sind. Autorität! Danke. So musste das sein. Stolz auf Sie. Perfekt, so soll das laufen. Ja, Vargas. Richtig geil. Amen. Herr Hayes. Der Fox kommt morgen auch schon frühschicht. Was denn? Der Fox ist morgen auch schon ab 8 Uhr da in der Frühschicht, hat er zu mir gesagt. Wieso? Weil ich das sage. Ich bin zu spätig eingeteilt. Nee. Frühschicht? Die Spätschicht hast du ja heute. Morgen ist Frühschicht dran. Hey, ja, aber das geht ja nicht. Ich muss ja 11 Stunden Pause dazwischen haben. Ne, guck doch mal. Guck doch mal, Pause guck für mal auf den. Hä, wieso? Ja. Macht das Verbrecher eine Pause? Aber wirklich. Ich überleg mir das mal eben ganz kurz. 2 Sekunden. Hab's mir überlegt. Ja. Der Fox? Am Arsch. Der Fox? Am Arsch. Hier gibt's nicht. Frühstück. Wie gibt's nicht? Natürlich. Frühstück. Wo sind wir? Erster hier. Einsatz. Aufspinnen. Motivation. Ja, der Einsatz. Fox? Ja, bitte. Was ist das für ein weißes Pulver unter der Nase? Ah. Das Traubenzucker von dem Klopfen, oder wie? Nee, das ist Ahoi Brause! Hätte ich jetzt auch gesagt. Die Brause durch die Nase, okay. Aha, Mach mir das. Ah ja. Ich sehe da aber... Ne? Braucht ihr Unterstützung? Ja, sicher. Das kann ich dir noch nicht sagen. Somit? Wir werden eh vor euch da. Ja, sowieso. Na, das hab ich da eben gefragt, ob jemand von uns unterwegs ist. Da kommt keine Antwort. Ich sagte, wir wären noch die APD. So, ja, wir müssen hier selber noch, wir sind noch 4 Klicks davon entfernt, also... Da können wir noch eine rauchen, Herr Fox. Ja, dann rauche ich nochmal eine. Und dann gehe ich nochmal einen Kaffee trinken, genau. Lackiere mir die Fußnägel und dann geht's los. Genau. Ach, so einer bist du. Mhm. Irgendwo muss ja Sauberkeit sein. Das war aber schon lustig hier. Wir starten hier, dann maulen sie, dass wir da sitzen und Rauchpause machen, ne? Und zweimal hintereinander waren wir dann die ersten am ATM dort. Ne? Ja, unglaublich. Aber lass mal hinfahren. Wo saumt man denn bitte am Stadtpark rum, dass ganz kurz, Herr Vargas, und Herr Hayes, wir fahren jetzt aufs Dreifel. Wenn was ist, funken Sie mich durch, ja? Ja, wir klären das später. So, let's go, Wagner. Jawohl, und ich dich. Guck mal, jetzt ist... Das ist doch nicht wahr! Ich stell mich jetzt hier hin, es reicht. Ich glaube, mir ist das Video nicht. Wie kann das sein, dass ihr jetzt erst da seid? Wir kommen direkt aus Norden! Jedes Mal! Wir sind den Highway runtergefahren. Nein, wir sind nicht, wir sind durch den Kuppen der Serpentin da hinten gefahren. Ach, hört doch auf, Herr Fox. Meine Fresse nochmal, du gibst doch mal Gas, ey! Jedes Mal sind wir als Erster am Dispatch, oder zumindest 2 Meter davor. Okay, Entschuldigung. Ich mache hier jetzt Pause, meine gegönnte Pause. Ich glaube, ich spamme gleich irgendwo ein. Das ist der Ritter drüben, oder? Ja, kommen Sie mit! Halt's Maul! Holy fuck. Wagner! Hör auf damit! Lass sie das jetzt machen, Mann! Ich mach doch gar nichts. Ja! Mein Gott, nee! Nee, Herr Wagner! Das ist ein Fernmeldemechaniker. Pass auf, der repariert das Auto von da hinten. Hast du gesehen? Boah. Ach! Jawohl! Das ist ein Kollege. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hau mich weg. Dave wäre noch da, Leute. Was sag mal. Sag mal, Reed! Bist du komplett kernbehindert? Läuft irgendwas? Hast du zu nah an der Wand gezaukelt oder was? Wir haben gerade Dave gerufen, der gerade den Motor heilt. Jetzt ist mein Arzt im Arsch, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt Dave, komm zurück, du dumme Sau! Mann, so weit kann man doch wohl gucken. Wo hast du fahren gelernt? Wo ich? Ich strand! Och, meine, leck mich heftig fett in die Fresse gesessen, ey! Ich hab immer noch keine Pause gehabt! Alles klar!
Gott. Einwohner, schönen guten Tag. Bitte nicht ins Auto einsteigen. Bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ach du Scheiße. Okay. Bewaffnete Personen direkt vor Ort. Wir brauchen Verstärkung. Wurde noch bedroht. Schwarzes Fahrzeug, vermutlich Mercedes. Zwei Personen weit schwarz gekleidet. Wir warten auf Sie, danach machen wir einen Zugriff. Sind immer noch vor Ort. Herr Reed, fahren Sie erstmal da schnell hin, helfen Sie denen. Die sind nicht weit weg von hier. Direkt rechts vor Ort jetzt. Wir würden Zugriff machen, aber weit entfernt, okay? Schreibt nur, Reed ist unterwegs. Bitte noch einmal Dispatch schicken. Kriegst du durch, Wagner? Ja. Was macht denn der da? Natürlich, irgendwas muss ich auch machen. Warum fährt er denn da jetzt vor? Der hat doch. Warum macht er das? So, die Herren, bitte einmal stehen bleiben. LSPD! Verfolgen die Leute zu Fuß. Schütze. Vom Dach auf der anderen Seite, vom Dach! Sehen uns als Fernbeschuss! Wir kommen jetzt auch sofort. Oh, nö. Einer down! Immer noch oben auf dem Dach. Unterdrückungsfeuer. Brauchen umgehend MD hier. Scheiße, Mann, geht's Ihnen gut, Herr Ried? Ach, scheiße, da sind Sie ja gar nicht. Wo genau brauchen Sie Unterstützung? Auf dem Dach sind eine Person flüchtig. Eine andere Person ist unten down. Und andere weiß ich noch nicht. Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße. Herr Wagner, wir haben alles unter Kontrolle, Mann. Halt, ne? Ach du Kacke! Oh, ich hab ganz was abgekriegt, ey! Ja, ich hab auch zwei. Wir nehmen den erstmal mit. Ich nehm den mal mit. Meinst du, dass schon alles vorbei ist? Weiß ich nicht. Ich pack den erstmal in Sicherheit, der soll nicht überfahren werden. Eine Person down, flüchtige Leute im Weiß gegen aufs Dach. Oh Gott! Kollege, Mann, es wird alles gut! Wir kriegen das wieder hin! Alles wird gut! Bitte beruhigen Sie sich, halten Sie durch! Herr Wagner, bitte einmal hier zum Treppenaufgang bitte kommen, mich absichern. Ich hab das linke Seite von dem Gebäude hoch. Guten Tag! Guten Tag. Kommen Sie bitte mit, helfen Sie unseren Kollegen. Hier ist noch aktuell eine ziemlich brenzliche Situation, deswegen haben wir ihn erstmal hier in die Ecke gesteckt. Mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Den ganzen Tag wieder nur Klopperei, ey. Ach du Heiland. Ist das oben? Ich klär das. Herr Wagner, bleiben Sie hier. Hier geht's ja gar nicht. Geht's Ihnen gut, Herr Manolo? Ja, es geht mir gut. Wir haben alles unter Kontrolle, machen Sie sich keine Sorgen. Provokate den ganzen Schiss auf einmal. Boah. War ganz schön mies, Mann. Was ist denn passiert? Aktuell waren noch Schlüsse auf dem Dach. Ah, hier war eine ganz schöne Zieserei. So passen Sie auf. Geht's Ihnen gut, den beiden? Muss mit auf jeden Fall jetzt MD. Ach du Scheiße. Die Schöpfe, die auf dem Boden lag, ist
Okay, dann würde ich jetzt erstmal sagen, Herr Mediziner, ich würde jetzt den Kollegen hier absichern, ja? Danach können Sie gerne die beiden Kollegen hier erstmal mit ins MD nehmen und einmal behandeln, okay? Hätten Sie eventuell noch eine zweite MD-Streife frei? Nee, ich bin allein im Dienst. Ach du Grüne. Einer kann nach vorne sitzen, einer kann drin hinten sitzen oder nicht. Okay, dann holen Sie erstmal den Kollegen hoch. Was ist mit denen da vor uns? Den bitte jetzt hochholen, bevor der zu viel Blut verliert. Ja. Wir sichern ab. Aber Ihnen geht's soweit gut, Sie werden gleich hoffentlich ins MD nochmal gebracht. Okay. Haben Sie Schmerzen im Brustbereich, im Darmbereich? Ja, du hast mir voll die Schrufel in die Brust geballert, Junge. Ja, also ich sag mal so. Wer sich mit Barton Fox anlegt, der kriegt richtig rapide einen an den Sack. Ja. Bist du das? Was denn? Mit dem ich mich nicht anlegen soll? Ja, ich bin Barton Fox. Ach so. Ich bin immer von dir in der dritten Person. Ach so, nee, eigentlich nicht. Ach so, okay. Ja, okay, cool. Die werden gleich... Herr Reed! Was ist denn das für eine Scheiße? Ich dachte, wir stehen und fallen zusammen. Boah, Herr Fox, was war denn los, sagen Sie mal? Ja, wir waren eine wilde Zieserei. Oh. Also, Herr Kollege, wir würden jetzt... Wunderbar, den nächsten. Er hat noch eine Pistole in der Tasche, Vorsicht, ne? Oh. Okay, wir sichern ab. Er hat noch eine Pistole in der Tasche. Wie geht's jemandem? Oh. Wir sichern ab. Kann ich? Sie können! Wir sind genau bei der Fahrschule, oder? Jetzt am Burgershop. Ja, der blaue Camacho gehört dazu, ja. S-Klasse sind wir dran. Wie du nicht? Ja, das ist gekommen. Wir verfolgen den Camacho. Das ist jetzt hier auf jeden Fall wahrscheinlich. Bleiben Sie stehen! Das war ganz schön knapp, wa? Weiß ich nicht. Ich setze Dispatches, Bist du dran, oder was? Weil ich bin dran. Achso, weil ich will die Enable drücken, ne? Deswegen. Das ist ja eigentlich schon lange nicht mehr fahrsüchtig. Ja, los, kommt jetzt einmal noch finden und danach... LSPD, bleiben Sie stehen! Gehen hier vorne auch? Was? Gehen hier vorne auch? Verpiss dich aus dem Weg da! Blauer Kamatsch. Also ich dachte, der gelbe ist der. Nee. Mann, will ich stehen bleiben. Das erinnert mich ja an Mario Kart, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Der wird sich da gleich in eine Serpentin, wird er sich verfangen. Hundertprozentig sogar. Ja. So, stehen bleiben. Oder wir öffnen das Feuer auf die Reifen. So, es reicht jetzt. Bleiben Sie stehen. Feuer, Freigabe ist erteilt. Wir sind jetzt hier oben in Haurig und bei Fahrerschaft erwerben. Fahrzeug hat sich gedreht. So, Leute, Hände hoch. Nicht weglaufen, echt voll ungünstig. Bitte nicht weglaufen, keine Lust zu laufen. Hände hoch. Vier Personen flüchtig, einer im Auto, wir haben sie ergeben. Also ich steig aus. Geh du hier und da her. Okay. Auf. Jetzt muss ich doch laufen, so eine Scheiße, Mann! Pass auf, alle bewachen. Eine nach links weg, eine nach. Eine Person nach links weg, zwei Personen nach rechts weg. Ich übernehme die linke. Erzähl dich, übernehme die rechte. Dietrich, komm jetzt wo? Nochmal eine Streife, ich kann den Matsch auf dich anhalten, wenn ich schon die Reifen verballern. Komm hier nicht mal hoch, Mann. Also wie gesagt, skrupellos. Die haben auch auf uns gleich geschossen, ne? Also Feuerfreigabe. Ich war. Der blaue Kamatsch hat aber nicht auf uns geschossen, ne? Der hat nur weggepistet. Schüsse. Auf den Berg. Das ist falsch gesagt. Diese zwei Personen pflichtig. Aua! Aua, Mann, Scheiße! Herr Wagner, Sie bleiben hier, ich kümmere mich um den Rest. Jawohl. Kollege, gibt es eine kurze Rückmeldung? Sind gerade vor Ort. Ballerei auf höchstem Niveau. Achso, halt doch deine Schnauze. Mann, schreibe mich doch nicht so an. Komm, zwei Stück nach rechts, einer nach links. Wir kriegen das hin. Wenn diese Karre da nicht abhaut, dann zerfetz ich den. Da sind wir hier, weil so eine Villa sind wir hier. Wir verfolgen zwei Personen.
Warte mal. Wir sind hinter uns, aber. Noch Unterstützung oder sollen wir weiter erst am Camacho drum bleiben? Wir brauchen umgehend Unterstützung. Wir haben zu wenig Einheiten hier, um eine Verfolgung aufzunehmen. Und unten kommt da so ein gelb-grünes Fahrzeug rum, so ein Sportwagen. Porsche ähnlich. Den Camacho hätten wir aber auch gerne. Ja, gut, dann bleiben wir jetzt am. Also, wenn wir am Camacho bleiben sollen, brauchen wir mindestens noch eine Streifen, weil wir müssen die Reifen stoppen, dann kriegen wir nicht gestoppt. Ich hab die, Manone, ich hab die. Was geht? Wo? Zumindest einer, der mir das Laufen erleichtert. Ich bin voll auf die Fresse gefallen, Mann. Ernsthaft? Ja, der Berg war ziemlich glitzig, ey. Übelste Scheiße, ey. Ja, es hat ja auch heute Abend ordentlich geregnet. Hast du den Kollegen schon durchsucht? Nee, also. Der hat eine Waffe an sich, aber ich kann sie nicht nehmen. Ja, dann pack doch mal was im Kofferraum, Junge. Scheiße, Mann. Was ist denn da schon wieder los? Am besten noch mit den Streifenwagen wirklich ins Cage reinfahren. Verdammte Scheiße, ey. Ja. Müssen wir echt machen. Ich mach Herzrhythmusmassage. Versuchen Sie es mal. Gottes Willen. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 12, 23, 4. Und Mund-zu-Nase-Beatmung. Gehen Sie nicht ins Licht, Mann. Ich schwöre, wir brauchen sie noch. Im Dienst. Ich weiß noch, als wir noch 2 Minuten Kaffee getrunken haben. Das war legendär. Ich glaube, wir haben noch nie Kaffee getrunken. Wer ist denn das, Reed? Ah, das Dietrich ist das. Komm, Dietrich! Schon, gib alles. Ja, zieh durch. Nee, ich hab's schon reingespuckt gerade. Oh nee, das ist ja kein Wunder, dass der nicht mehr aufsteht, Mann. Na doch, das ist, diese Flüssigkeit brauchen sie, damit die Nebenwirkungen hinten im Rachen auch ein bisschen durchgezogen werden. Oh, wird ganz schlecht, ey. Hallo, ich bin Helfer, Freund und Helfer. Ach, Manolo. Es ist noch jemand von. Also hier wirklich ein Ding nach dem anderen, du. Oh. Nee. Kommen wir an, oder? Nee, am Arsch fahren wir das an. 2 Kilometer. Nee! Ja, wir fahren an, ist ja gut. Fox und Wagner. Fox fahren mit an. Ja, mach mal. Wagner und Fox fahren mit an. Meine Fresse, ich hab gesagt, ich will den Start hier reinhalten, aber das geht doch nicht, wenn hier alle 2 Sekunden irgendwas los ist. Nee, heute ist schon irgendwie okay. Und Herrn Solarov ist auch im Dienst, der hat sich bei mir noch nicht einmal gemeldet, die dumme Sau. Wir schon wissen, warum. Ja. Dreht der Tankstelle mal sein. Das war schon mit den Herrschaften, den ich will. Ja, da geht einer. Einen wunderschönen guten Tag, das LSPD. Bitte halten Sie Ihr Fahrzeug an. Keine Lust auf Verfolgungsjagden. Ja, so wo ist denn hin? Solarov, was ist war jetzt mit dir? Was ist denn schon, Zwarte? Ja, ich war am PD, ich bin in Auto eigentlich, ich hab gesehen. Bitte halten Sie Ihr Fahrzeug an. Das war doch gar nicht. Natürlich. Da war die und diese Pfeil nicht so gut drauf. Und ich hab gesagt, so Jungs, beruhigt euch mal und so. Und ich sag, wie beredest du mit uns? Und dann haben die Knarre auf mich gereizt und haben mich entschieden. Jo. Was ist der Blatt denn hier? Hat der Snake erfahren oder was? Ups. Ja, das Thema ist halt natürlich auch. Ach du Scheiße! Alles gut! Wir fahren gleich los! Scheiße, hat er mich wirklich gesehen? Gott, echt jetzt? Ist das ein Bewerber oder was ist das? Neue Hausmädchen? Nö. Das ist ein Bewerber. Oha, und? Keine Ahnung, sieht schlecht für den aus. Herr Solarov scheint nicht so gut zu sprechen zu sein. Oha. Ich hab aber noch eine Frage. Ich hab noch eine kurze Frage, bevor ich fahre. Fox? Bitte nicht! Okay, alles klar, ich bin weg! Okay, wir fahren. Sonst gibt's richtig Stress.